Heute im Homeoffice Lunch. Der wohl bitterste Salat der Welt. Liebe Freunde, wenn ihr da draußen denkt, dass Spaghetti aglio olio oder Pasta mit Pesto eins der einfachsten italienischen Gerichte ist, dann habt ihr wohl noch nicht Radicchio al Forno gegessen. Und das mache ich jetzt mit euch. Als allererstes heizt ihr euren Ofen vor, was das Zeug hält. Dann ölt ihr euer Backblech ein wenig ein. Sollten hässliche Außenblätter vorhanden sein, könnt ihr die abmachen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, den Radicchio al Forno zuzubereiten. Entweder ihr macht den in schönen Scheiben oder ihr viertelt den einfach. Oder sechseln. Ihr sechselt den einfach. Jetzt macht ihr hier natürlich wieder Öl drauf. Die Flasche ist leer und es hat genau gereicht. Hammer. Die Momente, wo es richtig gut läuft. Ihr nehmt einfach ein bisschen Zucker, Agavendicksaft oder Honig, was immer ihr zusammen in eurer Küche stehen habt. Kleine Prise Salz und ab damit in den Ofen. Das Ganze lasst ihr jetzt einfach 5 Minuten im Ofen, holt es raus, wendet es, reibt dann einen italienischen Hartkäse darüber oder auch so einen halbwegs Weichkäse. Und dann ist schon fast fertig. Und jetzt nochmal so 1-2 Minuten einfach in den Ofen. Oh, ist das lecker. Das ist natürlich ein Gericht, wer kein Radicchio mag, der lässt es auch einfach bleiben. Das ist genauso wie Chicorée, genauso wie Koriander und zu guter Letzt Lime. Zitrone, das ist leider schon. So, dann macht er hier noch ein bisschen Zitronenschale drüber. Fett hat es genug vom Öl. Und der Chicorée ist ja bitter. Was jetzt aber noch wichtig ist, ist einfach noch so ein bisschen zusätzliche Säure vom Zitronensaft. Und fertig ist Radicchio al Forno. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachmachen. Kocht es nach, probiert es. Lisa, wir können essen gehen und alle Rezepte wie immer foodboom.de. Tschüss.